Wir müssten ja eigentlich noch mal in den Bunker mit Futter. Ja, stimmt, da müssten wir eigentlich auch noch mal hin. Aber die Tür hatten wir ja, glaube ich, nicht gehört. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal die letzte Schlüsselkarte holen. Ja, aber ich meine, ne? Ja, nee, da waren wir nicht danach weiter. Irgendwo hier muss das sein. Keine Ahnung. Was ist da los? Ja, dieser grüne Punkt müsste das sein. Da. Hey, Wolfgeri! Funktioniert der? So wie der aussieht, nee. Der steht hier schon was länger. Aber hier ist die Höhle. War in der nicht schon und sind da nicht weitergekommen? Gut sein, werden wir gleich herausfinden. Jetzt geht's schon wieder ins Dunkle. Oh, ins Dunkle! Ist gut, Mumpel! Mhm. Hallo? Spiel. Mir meine Sachen. Draufmachen, abmachen. Und dann immer diese melodramatische Musik dazu, ja. Ja, ne? Hallo? Das ist doch der erste Bunker. Ja, stimmt, aber da sind wir ja dann nicht weitergekommen, weil wir die Keycard nicht hatten. Ups, voll gegen die Wand gerannt. Oh, voll die Nase angeditscht. Au! Ist sie jetzt gebrochen? Nur angeditscht. Okay. Wie sollen wir die andere Karte finden? Ja, wir kommen doch hier. Hier. Kommen wir doch hin. Aber ich meine, dass man hier die andere Karte bekommt, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Oh. Ich habe die Tür aufgemacht. Hallo? Ja, da hast du recht. Eis, das ist wirklich äußerst unangenehm und sehr schmerzhaft auf dem Nasenbein. Oh, der hat sich kaputt trainiert. Für hier irgendwas. Ja, auch. Irgendwas Matziges. Das hier, scheiß Fitnessraum, ja. Boah, nur du hast es echt nötig. Oder ist das das Geräusch, wo wir gehen? Keine Ahnung, aber hier hinten steht ein Energy Drink. Sag mal, hey, komm, lass uns Ball spielen. Hä? Also hier ist der Energy Drink. Was? Kann man die mal mitnehmen? Die guten aus Leder. Ich gehe jeden Tag aufs Laufband. Morgen werde ich es mal anschalten. Yogamatten? Hä? Ja, genau, ist Blum. Lecker. Der hat sich definitiv die Gewichte nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Auf der linken Seite sind welche. Und rechts muss Pimmelface gewesen sein. Okay. Das sind zwei. Ich höre da auch noch was. Da steht noch einer auf. Ja. Ist das? Bin ich mit dazwischen gewesen. Pass auf, da kommt einer. Gut.
Die wollen auch nur spielen. Ich hab gedacht, die machen, wollen hier Fitness machen. Das sind die Fitnesstrainer. Ja, da hinten ist Pimmelface. Ah, jetzt habe ich gerade. Trainingsanzug. Wo ist Pimmelface? Dort. Ah, geradeaus. Da spritzt er die ganze Zeit gerade rüber zu uns. Ah. Und hier ist ein Trainingsanzug. Ja, kaum. Wo? Ach, da. Oh, hatte ich doch gleich die Ü-Eier hingepackt. Das ist die Schaufel. Betsy. Ü-Ei. Das Ding muss irgendwie noch was sein. Jetzt geht er nach rechts. Das kommt dazu, oder? Nee, der geht anders hin. Ja, ich sehe ihn, da ist er. Granate. Ich glaube, der hat sich gerade ausgekotzt. Er kam zum Höhepunkt. Mhm. Rezeption. Hallo. Ich möchte mir es gut gehen lassen. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mal richtig so hart durchgenommen werden. Oh Mann, das kommt falsch rüber. Da sind Sie hier definitiv an der falschen Adresse. Echt? Es gibt kein Training mit Happy End? Nein, das Domina Studios zwei Blocks weiter. Achso, okay, danke, tschüss. Hey, hier, Spa Lounge oder was? Zwilling hinter der Tür. Wo? Ah ja, Ich glaube, der ist ertrunken. Ist das so Sauna-mäßig oder was soll das hier sein? Eine Art Spa vielleicht? Also in diese Dinger würde ich ja nie im Leben reingehen, ne? Also jetzt mal echt. Oder sind das diese Rückführungsdinger? Rückführungsdinger? Ja, es gibt diese, man legt sich da rein, dann wird dieser Deckel ja zugemacht und dann fängt man an zu meditieren und soll runterkommen etc. Dafür sind die Dinger eigentlich gedacht. Okay, ich würde dezent in Panik geraten. Ja, du. Deswegen nennt man irgendwie Rückführungsbecken oder so. Also ich gehe erstmal hier auf die andere Seite. Guck, was hier noch ist. Es ist aber eher sehr dunkel hier, muss man jetzt mal echt sagen. Ja. Hey, ihr kommt hier nicht durch, ne? Sind sie zu fett? Ja. Auf viele Schüsse mit dem Pfeil und dann sind sie hin. Kannst du? Kann man manche Pfeile nicht mehr. Ja, nee. Hier ist mein Pfeil dran. Mann. Ja, irgendwie ist ja schon schön hier, aber... Wo ist der Kühlschrank? Oh, hier voll cool mit Wasserfall mittendrin. Ist schon schön. Also wenn die ganzen Leichen nicht wären und so, ne? Was ist das denn hier? Wollen us in the dining hall Monday at 2 p.m. for a special performance by Bet Ivy. Ich weiß nicht, ich habe so schlechte Erfahrungen mit diesen Scheiben hier. Ja, lass es. Nicht da durchgehen. Sieht aber auch aus, als ob da überall Glas diesmal ist. Was ist das? Blind Spot. Miles Goldstein. Mhm. Und wir sind hier alle eingeladen worden, aber... Jetzt nur hier nicht. Oh, hier liegt, was ist das? Ein Frauenhandtäschchen. Hier ist ein Baum. Alter, mit Zwiebeln. Alter, ist das geil. Er kommt hier nicht hoch, echt. Wow. Boah. Kann man hier noch ein Zimmer buchen? Gib mal einen aus zum Saufen. Geht noch genug rum.
Naja, die Reinigungskraft würde ich zwar feuern, aber... Also wir haben ja schon gesehen, dass das Holo-VR... Mhm. Warte, ich bin auch hier hinten. Das noch ein Pimmelface. Dass anscheinend die hier gelebt haben, ja, sie irgendwie mutiert sind. Aber ja, dass sie mutiert sind, haben wir ja auf diesem Video gesehen. Ja, ne? Aber irgendwie nicht alle, hä? Sonst wären ja hier die ganzen Leichen irgendwie nicht, ne? Boah. Voll zwischen die beide. Wie unfreundlich. Nein, ich will ihn nicht schaufeln. Hier liegt eine Gitarre. Hat der auch einen Tennisschläger drin? Oh, der hat eine Gitarre im... Oh. Hier liegt eine. Was wieder? Ja, und der hier liegt auch eine, nur dass er sie im Mund hat. Ich weiß nicht. Also ich kenne ja Schwerterschlucker oder Feuerschlucker. Aber... Und hier liegt so viel Geld rum. Oh, Zettel? Ja. Was? No, Mr. Puffton? Ja, mein Englisch ist nicht gut. Ist meins. War das der Stripper? Ja. Hier liegt auch nochmal Geld rum. Gutes Brennmaterial. Mhm. Und Klopapierersatz. Ja, das stimmt. Ja, die müssen hier eine echte Sause gemacht haben. Nee, aber hier hinten auf dem Tresen liegt eine Gitarre, die kannst du sogar nehmen. Mhm. Ich habe jetzt eine Gitarre. Kann ich damit spielen? Jedenfalls läufst du mit der Gitarre rum. Er macht... Oh. Ja, als Waffe. Okay. Ich bleib doch bei den Otto-Normalen. Oh, hier sind noch Münzen. Ne Münzen. Wie diese Speckdinger. Können einem auch mal den Arsch retten. Oh, hier muss eine Mitgliedkarte weiter rein. Okay. Ich will lieber wieder meine Armbrust. Also ich hier glaube... Sind da Drogen hier. Ich glaube, hier sind ganz andere Geschäfte gelaufen. Naja, guck mal, Nightclub. Hoho! Ich hab ja gesagt, Domina Studio 2 Blocks weiter. Also seine Transformation ist definitiv voll in die Hose gegangen. Oh, da liegt die Gästekarte hier drauf. Ah. Ja, nicht Arnold, nur seine. Was? Arnold... Grant. Okay. Oh, wieder drin. Kinder, wir nennen es normalerweise Medizin. Ja, aber die Transformationen sind alle irgendwie schief gegangen. Ist gut da? Oh. Golfbälle. Was ist mit The Golfball Still in Elude? Elude? Was heißt denn Elude? Keine Ahnung. Also hier kommen wir jedenfalls nicht weiter, weil die sind ja zu blöd, das wegzuschieben. Ja, das ist aus Stahlbeton, weißt du? Das können wir nicht wegschieben. Ach so. Also war ich gar nicht so, today was a good day. Das D hat kein Licht mehr. Ah. Naja, dann... Ich mach ja schon die Tür auf. Gästekarte? Oder? Keine Ahnung, er nimmt die immer automatisch. Ja, ja. Man sieht ja dann immer noch welche. Keep an eye on Jianju. He may be working for Sarah Hank. Sind nur der Bildschirmschoner. Mm-hmm. Oh, hier liegt noch ein Zettel. Testament von... Was? Von Edward Puffton. Virginia... Child for Children. Ach, keine Ahnung, ich kann das nicht lesen. Immer weiter ins Licht, damit ich ein bisschen mehr sehen kann.
Bringt da sowas? Nee, kann man jetzt daraus nicht lesen. Nee, dass er halt ein lebendes Kind hat, ne? Virginia. Die jetzt irgendwie drei Beine hat. Ja. Seine Frau, ja. Naja. Interessiert nun keine Sau hier auf der Insel. Munition. Ich hab den Techniker gefunden. Mhm. Klebeband. Hutkugeln, sehr schön. Druckerpatronenzeug. Oh, mein Herz ist voll. Ja, ich auch. Hm, das war's dann hier. Du hast jetzt Gummibärchen, du hast dir jetzt extra Gummibärchen geholt, ne? Hier ist nochmal Munition drin. Ja, wo drin? Hier ist eine Kiste. Oh. Also Koffer. Dann hätte ich beinahe die 3,9 mm verpasst. Ja, ich habe welche, kann sie nicht benutzen. Weil Virginia hat ja mal eine Knarre. Hm. Damit sie ja nur mal mithilft, ne? Wenn sie auch mal mit hier runterkommen würde. Das wäre mega toll, aber naja. Gut, dann können wir jetzt ja wieder zurückgehen. Ja, und noch die andere Seite hier. Stimmt. Ja, falsche Taste. Nee, hier geht's auch nochmal lang. Ist das riesig. Oh, hab ich mich jetzt verjagt. Ich stelle keine Fragen mehr. Sagst du jetzt mal bitte ganz zusammen? Danke. Ein Fall dir, ein Fall mir. Mhm. Es sind noch zwei, einer hockt da. Ich glaube, ich habe ihn voll in den Arsch geschossen. Hä? Mein Fall in den Stecken geblieben. Keine Ahnung. Ah doch, erwischt. Voll böse, ey. Hallo? Voll in die Titte geschossen. Da noch? Ach nee, ich kann ihn ja häuten. Jo, alles klar. Na, spätestens am Sonntag. Nee, mich aufheben. Das ist schon krass hier, ne? Aber also, lass es dir schmecken, Fiona. Ja, lass dir schmecken. Guten Hunger. Ist eine Scheibe für mich mit. Das ist schon krass, wie unterschiedlich die transformieren, ne? Wenn überhaupt, ne? Ja, ja, ne? Aber dann so in so Mund und Nase, augenlose Monster, andere in Pimmelface und was weiß ich nicht noch alles. Oder die Zwillinge. Ja, die Zwillinge. Oder diesen Wurm. Ja, der ist ja natürlich richtig hart, ne? Okay. Zwei. Oh, hier liegt noch Kohle rum. Wir haben schon wieder mit Artefakten rumgespielt. Sag her. Oh ja. Doch nicht sein lassen, ne? Hier ist ein anderes. Artefakt 2, ja. Nein, nicht die Schaufel. Ja, ich erschaufel ihn. Ja, ich schaufel ihn zu Tode. Aber das lässt man doch nicht einfach so rumliegen. Also, sorry. Oh, hier geht's weiter. Ja, da geht's auch weiter. Aber da ist ein Exit-Schild da drüber. Hier nicht. Pimmelface. Nein, das ist die falsche. Wohl bekommst. Oh, sogar noch ein Baby mit weggerotzt. Hm. Zwei Babys. Hm. Oh, das pfeift immer so im Ohr. Okay, was zu trinken? Cracker. Gut, dann essen wir sie. Ich habe eh Hunger. Das sind Fruit Loops. Wer kennt von euch noch Fruit Loops? Au.
Oh. Ja, das kannst du auch ganz gut. Der hätte die Kettensäge. Ein schönes Ende. Für die Kettensäge, das ist ja ein kleines Bümmelding. Ja, aber wird auch schon ganz schön schmerzen. Neue Anleitung im Inventar verfügbar. Zeitbombe sein. Wo ist denn das Hübsche? Linken Seite. Wird auch langsam ganz schön voll. Ja, aber er kann trotzdem noch ganz normal laufen. Ja, erstaunlicherweise. Alter, shake it, Baby. Schwing die Hüfte. Ohlala. Okay. Mal sehen. Gut. Oh, Mann. Oh, übel. Jetzt haben wir auch die Kettensäge. Eigentlich ein hübscher Kinosaal, wenn nicht so viel Blut hier wäre. Eine von oben. Aufstocken. Da überall diese Handtäschchen. Ja, so ein Hüftschwung, ne, müssen wir erstmal hinbekommen. Oh ja. So, jetzt haben wir das. Haben wir jetzt die Exit noch. Ja, dann gehen wir doch mal zum Exit. Das sind Babys. Nein. Echt erzogene Dinge. Ich habe noch gar keine Erziehung genossen. So. Get down, son!